Moin Moin und herzlich willkommen zu der nächsten Partie gegen den ERC Ingolstadt. Wir gehen direkt auch ins Spiel rein. Wir lassen das alles so, wie es ist. Wir haben ja in der letzten Folge haben wir einmal das die Strategie ein bisschen umgebaut, so dass wir ein bisschen was machen können und wollen. So, wir wollen gegen Ingolstadt auch einen Sieg holen. Gegen Augsburg haben wir einen schönen Sieg geholt. Zwei Tore von Friesen, zwei spektakuläre Tore von ihm und zwei Tore von Christian Weise. So. Wir werden hier natürlich auch nochmal was machen und versuchen natürlich hier einen Sieg zu holen. Ist nämlich klar wie Kloßbrühe. Jeglitsch bleibt noch draußen, er wird noch mal ein bisschen geschont. Die Ärzte haben gesagt, er könnte spielen, aber er sagt von sich selbst aus: Nö, wir bleiben noch mal ein bisschen fitter oder draußen, um fitter zu werden. Und jetzt geht es hier rund. Zwölfter gegen den letzten. Der war schön. Und weiter geht's hier in dieser Partie. Der Fischer Pinguins. Jetzt ist wieder Franz Repp im Tor. Versucht hier die Bremerhavener natürlich wieder zum Sieg zu verführen. Und damit ist das erste Ding drinne. Und das ist schon mal zu einfach gewesen für die Ingolstädter tatsächlich, wenn man sich das anguckt. Kriegen wir nochmal die Wiederholung? Nein, kriegen wir nicht. Also das war definitiv zu einfach. Frederik Storm. So, Brugwieser. Auch hier hätte mal ein bisschen Glück dabei sein können. Bremerhaven versucht jetzt hier ein bisschen mit aggressiver Spielweise die Tore zu machen. Auch hier ist Bremerhaven nicht der Stärkere. Ich weiß auch gerade tatsächlich nicht, wer im Tor steht. So. Es geht weiter und hier bleibt die Scheibe nicht da, wo sie hin soll. Und weiter geht's hier über Ross Mormon. Der war schön gespielt. Geht's weiter. Auch hier wurde der Schuss geblockt wieder. Gute Torchancen für die Bremerhavener dabei. Jetzt geht's über Ryan McNeil. Hier ist es nicht so einfach. Es bleiben hier gute Torchancen tatsächlich.
Sie erkämpfen sich hier tatsächlich sehr gute Torchancen. Auch hier wurde wieder gestört. Und da ist das nächste Tor. Zum zweiten Mal ist es der gleiche Spieler. Chris Bourque. Oder Bouquet. Irgendwie so wird er, glaube ich, ausgesprochen. So. So, jetzt über Urbas. Aber auch das ist kein guter Start in das Spiel. Wieder 2-0, so wie gegen München einmal. Und das Ding ist auch nicht, ja, so der Wahnsinn gerade. Denn es ist nicht, ja, die beste Partie im Moment. Auch wenn sie sich sehr gute Torchancen erarbeitet haben. Es ist für Augsburg tatsächlich, Augsburg sage ich schon, für die Ingolstädter tatsächlich einfacher, Tore zu machen. Und das hat schon was zu heißen. Es ist eine schwierige Situation, die hier Härte braucht in dieser Partie. Und auch hier ist Ramo wieder im Tor. Kam zurück. Immer noch Jan Urbas mit den meisten Punkten. Hat tatsächlich aber erst ein Tor gemacht. Dafür aber 5 Assists. Es bleibt hier eine Partie, die nicht nach unserem Geschmack ist. Doch nicht. Leute, jetzt mal ernsthaft. Spielen wir jetzt hier fangen den Puck oder? Ja! Wieder ist es Weise. Mauermann auf Weise. Wie im vorigen Spiel gegen die Augsburger. Auch schon. Somit ist er geschlagen. Der Goalie, der Ingolstädter. So, weiter geht's hier in diesem Spiel. Braucht nur noch ein Tor. 900. Eine gute Fangquote tatsächlich. Aber trotzdem sind sie letzter. Hier ist ein Spiel zum Verzweifeln. Mein, die Chancen, die sind nicht so schlecht, wie es sich eigentlich erwartet hätte, aber
ist wieder keiner da. Was kommt da nicht richtig durch? Simpsons. Urbas. Auch hier ist es mehr. Und es gibt keine Strafe. Wenn wir das jetzt gemacht hätten, dann hätte es eine Strafe gegeben. Sag ich euch, wie es ist. So. Weiter geht's. 4-3. Jetzt geht's über Reisenecker. Die junge Reihe mit die mit den erfahrenen Verteidiger. So, Ryan McNeil versucht es hier, den Angriff reinzubringen. Aber auch hier geht es leider nicht weiter und rein. Auch hier ist es wieder gute Chancen rausgespielt, tatsächlich. Muss man so sagen, denn es sind wirklich richtig gute Chancen. Und wenn man die alle verwerten würde, dann würde es ja ein Torfestival geben auf seitens der Bremerhavener. Aber ein 2-1 finde ich gar nicht so schlecht. Im letzten Drittel müssen wir ein bisschen besser noch ein paar Tore machen. Und dann wird das auch schon. So. Oh, der hält einen Popcorn in der Hand. Ich habe auch schon Brezel gesehen. Gebe ich ehrlich oder offen zu, ich habe schon Brezel gesehen. Ihr habt schon einen gesehen mit einem Brezel. Village. Urbas. Ah, Pieta. Hier ist es Urbas. Und da ist wieder ein Fehlpass, den aber Franz Repp retten kann. Sonst wäre es der Hedwig gewesen. So. Es müssen Tore her. Brugwieser, wie auch immer, Brugwieser. Und da kommt eine Freundschaftseinladung rein. Und damit ist es ein Abseits. Zwei Schüsse. Und ein Tor, da kann man gar nicht drum meckern.
Oh, was war das denn bitte? Weiter geht's hier. Oh. Wenn das Ding reingegangen wäre. Das gibt's nicht. Wir nehmen die Auszeit. Wir nehmen einfach die Auszeit. Wir basteln nochmal ganz kurz an unsere Dings. Dann machen wir einfach so. Nee, ich spiele hier gegen keine. Nee, wir bleiben mal hier. So. Wir haben die Auszeit gar nicht genommen. Die wird jetzt wahrscheinlich erst genommen bei der nächsten Auszeit. Somit waren es wieder zwei Tore, die wir aufholen müssen. Scheiße, ey. Tor. McGinn. Schönes Ding. Sehr, sehr schönes Ding. Das war wirklich ein schönes Ding. Da war es jetzt nur noch eins. Das hätte der Ausgleich sein können, wenn das Tor nicht gefallen wäre. Auf Seiten der Ingolstädter. Aber es ist ein sehr interessantes Spiel. Solche geilen Chancen, ne? So. Das sind so Dinge, die man mal ruhig machen kann.
Abseits, du Penner. Können wir noch eine Auszeit nehmen? Ich weiß ja nicht, ob er die genommen hat. Nee, leider nicht. Aber. Geh nochmal da drauf. Oh. Es hätte was werden können. Tja, Leute. Was sollen wir dazu sagen? Wir werden jetzt tatsächlich mal ganz kurz auf die Reihenbearbeitung gehen. Denn der nächste Gegner ist weiterhin die Eastern Roosters. Nämlich Brandon Maxwell wieder ins Tor rein. Ja. Wir sind einen Platz runtergerutscht. Das ist aber nicht so schlimm. In Ingolstadt ist ein hochgerutscht. Düsseldorf ist inzwischen letzter. So, die Roosters sind 10. Wenn wir gewinnen, haben wir 13. So, dann müssen die Roosters und die Tigers verlieren. Somit sind wir schon mal 10. Wenn die Pinguine da oben auch noch verlieren, die Krefelder, sind wir 9. Von daher, wir müssen ein starkes Spiel machen und gewinnen. Ja, das bleibt alles dabei. Und jetzt baue ich nochmal ganz kurz die Reihen um. Du gehst dahin, du gehst dahin wieder. Und du gehst leider wieder raus. Muss ich ja leider so sagen. So, Reisenecker macht auch einen Abflug. Dafür holen wir einen. Wen holen wir denn da rein? Einen Dino Kinder wieder. Ja. Somit ist es soweit und wir gehen auf Platz 13 erstmal in eine kleine Pause, bis wir wieder gegen die Eastern Roosters spielen, wird wahrscheinlich ein bisschen Zeit vergehen und somit schaut es euch gerne weiterhin an, wenn ihr wollt. Seid spannend mit dabei und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr ein Like da lasst oder ein Follower. Ihr dürft gerne eure Freunde davon erzählen. Die Bremerhavener kämpfen sich hier garantiert stark zurück. In jedem Spiel spielen sie sehr stark und ja, es bleibt spannend weiterhin. Bis zum nächsten Mal. Ciao.